Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sims 3. Wir stehen hier auf der Akt 5 Kampagnenkarte. Ja, ich hatte gerade Angst, ich habe die falsche Kampagne geladen, aber habe ich nicht. Und seit der letzten Folge ist schon wieder eine Woche vorbei. Irgendwie war ja in der letzten Folge etwas abgenervt vom Spiel. Das ändert sich jetzt hoffentlich wieder. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich das wieder ändert. Wo geht's denn hier lang? Auf jeden Fall in eine Ork-Armee. Ich hätte mal überprüfen können, ob ich etwas bauen kann. Insgesamt weiß ich nicht mehr, was ich mache, wie ich es mache und wohin ich es mache, aber das ist ja relativierend normal, ne? 234, ja, Harus, da muss ich mir ja mittlerweile nicht mehr so viel Sorgen machen um den Schaden. So, du stellst dich dahin. Bin ja immer noch froh, dass wir den Dämonenkönig von Anfang an haben. Okay, jetzt Orks haben ausgesetzt. Ach, weil die da nicht herkommen. Oh, dann greift ihr doch schon mal ein paar Orks an. Ja, hier der Ork angreifen. So. Hast du noch den den Intelligenzbonus? Ja, das macht sehr viel Schaden. Ist nicht immer sehr schön, wenn Leute sehr viel Schaden machen. So, kriegt ihr den weg? Ist wahrscheinlich eh nicht. Oder? Doch, den kriegt ihr weg. Bleibt nur noch ein kleiner Ork übrig. Da, Harus kann mal wieder warten. Du kannst mal das hier anmachen, die Regeneration. Jetzt wird der von den Fernkämpfern erledigt. So. Das war's dann schon für den. Dann gucke ich trotzdem nochmal, ob wir etwas bauen können. Hier muss ich nichts bauen, hier habe ich schon alles gebaut. Sogar hier habe ich schon alles gebaut. Hier muss ich auch nichts bauen. Ist ja interessant. Was? Runde beenden. Weiter vorgehen. Ich dachte, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Und diesen Zauber mal benutzen. Damit wir auch den Kampf gegen diesen dummen roten Drachen bestehen können. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zumal wir wieder voll viele unserer Leute keinen Schaden machen werden. Ja, ist ja nicht so schlimm, was der an Schaden macht, muss man sagen. Du kannst sowieso das hier machen. Macht 92 und verfehlt sogar auch noch. Das finde ich. Ah, das ist ein Fokuspunkt, da stelle ich dich gleich drauf. Das habe ich komplett übersehen. 13 Schaden, das ist ja echt erbärmlich. 4 Schaden ist natürlich noch erbärmlicher. Ich habe aber auch nicht so viele Rudel, die ich einsetzen könnte. 4, das ist echt. Traurig, müsste man sagen. Deswegen nehme ich vor allem in der Kampagne nicht gerne diesen Feuermagier wegen diesen Drachenkämpfen. Deswegen ziehe ich eigentlich den Inkubus vor, weil der Erdmagie Schaden macht. Das ist natürlich gegen so Drachenpause mal besser. Fehlt. So. 125. Immer trifft nur der. 13. Kleinvieh macht auch Mist. Ich denke, der schafft sogar trotzdem die Magier zu töten, obwohl die plus 30 Ausdauer haben. Fehlt. Ist ja wundervoll. Mit der Legion musste ich halt immer öfter Doping benutzen als mit dem Imperium.
aufgrund der Tat, was an der Tatsache liegt, dass die Legion keine Heiler haben und der Dämonenkönig auch mal irgendwie gar nichts trifft. Der verfehlt immer! Ja, der hat jetzt auch mal verfehlt, aber der andere verfehlt jedes Mal. Ich hab bis jetzt noch kein einziges Mal getroffen, der erste Gargoyle. Der schafft das bestimmt wirklich noch, die zu töten. 150 Angriffsstärke, gerade mal nur 15%. Ist ja super. Oh ja, wie lange braucht ihr noch zum Aufsteigen? Oh Gott, ihr braucht ja auch noch ein ganzes Jahr. Bei dir ist es vollkommen Schnuppe. Oh, ich geht. Hier ist es auch vollkommen Schnuppe, wenn du aufsteigst. Zum Glück habe ich Harus, der hier mal so einigermaßen viel Schaden macht. Der hat auch noch kein einziges Mal getroffen, der scheiß Dämonenkönig. Der hat jetzt das erste Mal in seinem Leben getroffen. Jetzt verfehlt der die ganze Zeit, oder was? Jetzt wechseln die sich ab. Wenn die Gargoyles immer beide treffen würden, dann hätte der jetzt auch schon viel weniger Leben. Verfehlt. Wie viel Zeit noch mal für Drachenkämpfe drauf geht, das ist sowas von eklig. Naja. So, 300 irgendwas Schaden. Okay, der muss jetzt sterben. Aber nicht so, wenn du nicht triffst, dann geht das natürlich nicht. Och, kommt schon, jetzt macht mich nicht schwach. Stimmt, trifft jetzt gleich Harus nicht. Weil ja... Er kann die durchaus leicht töten, glaube ich, wenn er einen kritischen Treffer macht. Ich habe keine Lust, schon wieder zurückzurennen und wieder zu beleben. Habe ich auch auf Dauer auch nicht das Geld. Nein! Harus, ich hasse dich so sehr, das glaubst du überhaupt nicht. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder so ein dummer Elfenzauber. Ey, jetzt verfehlen die. Nein, was macht ihr denn? Echt, benutzt jetzt diese Rune hier. Toll, die hat den noch niemals getötet, weil er so viel Feuerresistenz hat. Jetzt benutzt sie nochmal. Wie viel Feuerresistenz? Ja gut, er hat auch unglaublich viel. Das hat ja jetzt viel gebracht. Oh komm, geht doch. Die Runen waren jetzt vollkommen verschwendet. Das ist eh jetzt gleich. Jetzt kommt gleich wieder so ein dummer Elfenzauber. Tötet meine ganzen Leute. Wetten? So. Hier mal lang. Geh mal hier so hoch. Gucken, wo ich da hinkomme. Dann krieg ich da ein bisschen Feuermana, was ich durchaus gebrauchen kann. Steht da vor oben Nosferatu. Und kommt ein Elfenzauber. Nein, ist ja der Wahnsinn. Dann brauche ich auf jeden Fall hier diese Heilung, auch wenn ich mir die jetzt gar nicht leisten kann, oder? Nein. Ich beende nochmal die Runde. Oh, da kommen schon wieder die ersten Elf-Armeen. Was ist das überhaupt? Macht doch, was ihr wollt. Jetzt mal ehrlich, kein Mensch mag euch, kein Mensch interessiert sich für euch. So, jetzt brauche ich die Heilung sogar gar nicht mehr. Jetzt habe ich eigentlich das Mana vollkommen umsonst ausgegeben. Das verlassene Wirtshaus, gehe ich da rein. Mach es mal. Weil ich kann durchaus Heilkram und sowas brauchen. Du hast jetzt leider nicht mehr diesen schönen Intelligenz-Buff. Durch den du unglaublich viel Schaden machst. Und das leckt hier gerade unglaublich stark. Gefällt mir gar nicht. Das Spiel neigt mich immer zu abstürzen, wenn es leckt. Ich hatte jetzt während des ganzen Let's Plays noch keinen einzigen Absturz, das fand ich cool. Weil das Spiel ist doch schon recht instabil. Also war, dass man jetzt während des Let's Plays noch nicht so gemerkt hat, dass das so, da lief doch immer alles recht gut. Weil, ja, ich habe das privat sehr viel öfter, dass die Karte dann auf einmal komplett weiß wird oder insgesamt das alles... alles nicht das macht, was es machen soll und... oder es in diesen Ruinen hier abstürzt, also...
Da hatte ich bis jetzt echt immer richtig Glück im Let's Play. Insgesamt, auch was Bugs angeht, da habe ich bis jetzt nur diesen Bogenschützen-Bug gehabt. Oh, was macht mein Handy? Nein, du sollst mich nicht ausschalten. Du bist Teil. Nosferatu. Königin des Todes. Anderes Schreckenszeugs. Ich hätte mal gerne wieder das Teil hier. Weil, ja, sonst glaube ich, sterbe ich da ein wenig. Und das wollen wir ja doch vermeiden. Dumme Nosferatu, der ist natürlich auch immer zuerst dran. Haut dann ordentlich Schaden rein. So, die können hier mal gestohlen bleiben, Harus. Du kannst mal versuchen, den hier direkt aus den Latschen zu hauen. Sehr gut. Du kannst dich um die hier kümmern. Erschlag ruhig Harus. Das ist die dumme Tugendwand. Die natürlich auch nicht gerade wenig Schaden macht. So, direkt auf sie drauf, würde ich sagen. Weil, ja, sie ist ein wenig gefährlicher als der Nosferatu aufgrund der Tatsache, dass sie automatisch alle angreift, während der Nosferatu nur Bereich angreifen kann. So. Röstet sie, röstet sie. Der Magier, der hat auch schon wieder aufgekriegt. War nur in den letzten Episoden auch nicht so schwach. In den letzten Kampagnen besser gesagt. Der Geopharus, der verkraftet das ohne Probleme. Wer aber was nicht ohne Probleme verkraften soll, ist sie hier. Sie soll nämlich Harus Angriff nicht verkraften. So. Greif doch an. Na, dumme Kuh. Ah, weg mit der. Also die Marmor-Gargoyles, ich hasse die. Diese zweite Stufe. Onyx-Gargoyles sind wieder richtig cool, aber die Teile kannst du in die Tonne kloppen. Oh, weg, 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 weg mit dem Zeugs hier. So. Fehlt, ich bin stolz. Der geht zum Glück immer auf Harus. 229. Ah, hat zum Glück geklappt. Ich dachte schon, jetzt macht er wirklich Fehlschlag oder so. Das wäre Harus typisch. 227, auch sehr schön. So, das Teil trifft ihr mindestens. Sehr, sehr schön. Ich mag die Nosferatus aber auch als gerne als Gegner. Weil, ja, sie sind stark, aber jetzt nicht auch so übertrieben stark, dass sie unschaffbar sind. Zum Beispiel die Nager, also die sind auch nicht unschaffbar, aber die sind schon ein wenig overpowered. Und auch vom Design her sieht er so irgendwie mächtig aus. 115, jetzt reicht's mir aber. Weg mit dem Kerl und irgendwas, oder irgendwer ist aufgestiegen. Ah, der erste Magier ist zum Dämonenmeister geworden. Das heißt, er hat ein bisschen mehr drauf jetzt. Auch ein wenig mehr Leben. So, Elfen bewegen sich. Das ist ja sehr schön für die Elfen. So, Ring der Wut. Harus hat Ring des Feuers. Wieso hast du denn so einen Scheißring? Ich dachte immer, du hättest so einen geilen Ring. Es gibt da hier direkt plus 40 Schaden. Nimm den. Harus. Beziehungsweise ich, was mache ich denn? So. Kommt man irgendwie nochmal da hoch? Scheinbar nicht. Finde ich natürlich sehr schade. Ich wollte eigentlich nochmal sehr gerne ins Anfangsgebiet, weil da so ein Söldnerlager rumstand. Was ich gerne haben möchte. Oh, für der kommt ja hier rüber dahin. So, zwei Königinnen des Todes. Weil eine nicht genug war. Ja, da habe ich dann doch ein wenig zu wenig Mana für. Da muss ich mal wieder ein bisschen sparen mit meinem Feuermana. Und
hat leider bei der Königin des Todes nicht so viel gezogen. Aber zwei Stück sind halt schon ein bisschen eklig. So, lauf mal durch. Tu den hier. Du kannst auch weiter. Und Regeneration. Ich habe die Musik übrigens wieder lauter gestellt, was ihr bestimmt irgendwie merkt. Ja, das ist in Sims 3 irgendwie jetzt. Ja, entweder ist sie halt schon lauter, weil sie ist halt sowas von total leise. Und ich weiß nicht, allzu leise wollte ich sie dann auch irgendwie nicht haben. Diese Mistviecher hier, ne? Ich hasse sie. 150 Luftschaden, was bringt mir das? Oh, nichts Geiles. 75 pro Runde. Das gebe ich mal. Ganzen Magiern. Kannst du das mir geben? Kannst du das ihm hier geben? Halt ihn nämlich ein wenig weg. So. Du kannst die eine hier schon mal derbe massakrieren. Bist du dran. Du triffst sogar auch. 60, naja. Mindestens heilen die jetzt ein wenig. Auf 85. 80. Du haust hier mal ein bisschen rein. Das hat die eine schon erledigt. So. Hat er jetzt sich auch was geheilt? Ich hoffe doch. So, du gibst die mir mal Adlerauge. Ja, die einen sogar tatsächlich. Oh Gott, ich glaube, ich muss fast wachsen. Ich versuche es mal zu unterdrücken. So, Kampf geschafft. Ja, du ruhig die Regeneration noch aus. Ja, 1000 Erdschaden. Sowas ist mal was, was ich brauche. Das ist ja mir direkt eine gegnerische Armee. Tatsächlich. Bah, ist die eklig. Da müssen meine Leute auf jeden Fall noch mal ein bisschen für aufsteigen. Also, hier haben sie aber auch nicht mit Gegnern und ihrer Stärke untertrieben, muss man sagen. Das ist schon ein komplett anderes Gefühl als das, was ich bei der Imperiumskampagne hatte. Die Stadt hier nehmen wir auch mal eben ein. Ich mag dieses Bild. Das wäre auch ein gutes Thumbnail fürs Imperium gewesen, wenn ich mal so darüber nachdenke. Bleib ruhig hier stehen. Mach diese typische Blockformation. Oh. Ja, Haus kann auch zwei blocken. Na gut, das geht sowieso nicht mit dem. Egal. Ja, der Elfenführer ist verbuggt, mal wieder. Sind ja auch mal nicht verbuggt. Aber die ist die deutlich stärkere. Deswegen darf die auch erstmal Schaden kriegen. Ja, ein kleines Wirbelstürmchen, das interessiert auch niemanden. Sie hat nur Rost eingesetzt. So. Der muss machen ganz schön viele kritische Treffer. Wie viel Geschicklichkeit hat die? 866 Geschicklichkeit. Das ist natürlich ein schöner Wert. Den Bogenmeister hat auch schon 41. Das ist auch ein schöner Wert. So. Und. Ja, sehr schön. Auch so bräuchtest du eine Rundumschlagattacke wie Lambert. Mir würde die auch noch fehlen und Doppelangriff. Also Lambert hatte aber auf jeden Fall die besseren Spezialfähigkeiten von den beiden, das muss man einfach sagen. Tartarus nicht ganz so geil wie Lambert. Oh, er kann doch noch schießen. Also er ist doch nicht so verbuggt, wie ich dachte. So. Ja, ja. Worauf denn noch? Auf den Greifen. Das war's doch jetzt auch gleich bestimmt schon. Ja. Das ist der eigentlich erst nach dem Initiative 20. Bis jetzt habe ich es immer so erlebt, dass der, dass der Stärkste auch zuerst dran ist.
wenn ich das in der Reihenfolge, wie die aufgestellt sind bei mir. So, jetzt sind die anderen zwei Hexenmeister auch zu Dämonenmeistern geworden. Das heißt, dass die Kämpfe auch ein wenig schneller vonstatten gehen sollten. So, den Springbrunnen, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Huch, was ist denn für eine Armee? Jetzt hätte ich so übermäßig starke Armeen und dann so ein Schatten. Das ist doch jetzt wieder am Arsch der Welt. Die könnte man schaffen. Das könnte gehen. Also, ich denke, das ist machbar. Zeig's mal der Heilerin. Ah, Defensivhaltung. Nein, das hier. Ja, der Gut, der ist jetzt weg. Nee, sogar gar nicht. Der überlebt noch diese eine Runde. So, verfehlt die doch nicht. Weißt du was, ist scheiß jetzt erstmal auf die Heilerin. Nehmt euch mal den Greifen vor. Da kommt noch einer hin. Was macht der? Glaubt ihr, der ist Nahkämpfer? So das Gefühl. So. 108. Könnte natürlich jetzt ein wenig ätzend werden mit der Heilerin. So. Der weiß auch nicht, was er will, oder? So. Das werde ich niemals vergessen. Denke auch, dass ich hier zwei töten werde. Und ab dann die KI wieder machen lasse. Aber ich weiß, dass die KI vollkommen verkackt, wenn ich da nicht selber auch was mache. Ja, die Zeit ist, was weiß ich. So. Ja, Heilung, wie wundervoll. 108. 108. 67. 108. 90. Naja, ich hätte vielleicht doch direkt einen beschwören sollen. Egal. So, du kannst von mir aus heilen, was du willst. So, bringt die doch bitte um. Ich denke doch, das schafft ihr. Na, ich setze jetzt schon mal einen hier hin. Und lass da mal die KI gucken, ob sie das schafft. Ja, das schafft sie doch. Das kriegt sogar die KI jetzt hin. So, sehr schön. Das, also, finde ich toll, dass es auch mal irgendwie klappt, dass diese Armeen auch mal aufgehalten werden. So, das ist wieder so eine leichte Armee. Da haben wir noch gar nicht gegen gekämpft. Das mache ich jetzt aber auch mal automatisch. Das musste ich ja wohl jetzt nicht selber machen. Das war so eine Art Witz vom Spiel. Ich hoffe mal, es sollte ein Witz sein. Ich hoffe, das wäre ein Witz. Was? Achso, das ist ja auch nur ein grüner Drache. Trotzdem möchte ich wieder diesen kleinen Zauber hier einsetzen. Plus 30 auf Ausdauer gibt. Dann starte ich mal den Kampf oder lasse ich es sein? Ich habe noch eine Minute. Ich glaube, in einer Minute schaffe ich es nicht. Deswegen sage ich einfach jetzt schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play des Sims 3. Bis dahin, macht's gut.